Hallo und herzlich willkommen zu Planty Plants. Mein Name ist Patricia und wir schauen uns heute mal an, wie es eigentlich um die Philodendronpflege steht. Denn da gab es mittlerweile so richtig, richtig viele Fragen zum Thema und die beantworten wir heute. Fangen wir mal kurz damit an, dass es natürlich sehr unterschiedliche Philodendren gibt und sie nicht alle per se das Gleiche brauchen. Denn nur weil sie irgendwie dieselbe Art sind, sind sie eben noch lange nicht dieselbe Spezies und dementsprechend haben sie etwas unterschiedliche Bedürfnisse. Ich werde deshalb im Video, wenn mir zumindest bewusst ist, dass das nicht für jeden Philodendron zutrifft, was ich euch da erzähle, euch dazu sagen, wo es eben anders sein könnte oder wo andere Temperaturen, Licht oder sonstiges eben benötigt werden, damit ihr zumindest einen kleinen Überblick habt. Grundsätzlich sage ich aber immer, informiert euch einzeln über jede Pflanze, wo sie eigentlich steht, also in ihrem Ursprungsland, in ihrem echten Habitat und guckt dann, dass ihr das eben für euch zu Hause irgendwie anpassen könnt. Und dann seht ihr nämlich auch ganz schnell, dass da auch Temperaturunterschiede sind, Luftfeuchtigkeitsunterschiede und so weiter. Fangen wir aber an, und zwar mit dem Thema Temperatur. Da ist der Philodendron eigentlich ein ziemlich einfacher Genosse, würde ich sagen. Denn im Gegensatz zum Beispiel zu Alokasien oder sonst was, kommt der ziemlich geil damit klar, wenn er einfach Temperaturen von 18 bis 30 Grad hat. Also in diesem Rahmen wächst so ein Philodendron wirklich, wirklich gut, muss ich sagen. Dennoch ist es so, dass man sagt, so ab Temperaturen unter 17 Grad wächst ein Philodendron jetzt nicht mehr sonderlich gut, egal wie die anderen Bedingungen sind. Die können dann auch super geiles Licht und weiß nicht was haben. Das führt dann halt eher dazu, dass der Philodendron zum Beispiel die Blätter nicht richtig ausbildet, sie im Kataphyll stecken bleiben. Das ist sehr, sehr oft der Fall allgemein bei Pflanzen, wenn manche Bedingungen nicht aufeinander passen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel super viel düngt, aber die Pflanze sehr wenig Licht hat, dann wird im Kataphyll wahrscheinlich das Blatt sterben, denn die Pflanze kann die ganzen Nährstoffe einfach gar nicht verbrauchen. Sie hat ja gar nicht genug Licht. Und deshalb ist es auf jeden Fall wichtig, dass ihr euch ein bisschen an diese Temperatur haltet, die ein Philodendron zum Wachsen tatsächlich benötigt, wenn ihr denn möchtet, dass er wächst und nicht nur irgendwie dekorativ in der Ecke steht. Und da würde ich sagen, unter 18, 17 Grad wird schwierig. Ab 12 Grad wird es für ein Philodendron tatsächlich auch tödlich. Also es gibt auf jeden Fall welche, die packen das eher, so ein Verrucosum zum Beispiel. Ja, um hier mal direkt auf einen Sonderfall zu kommen. Ein Philodendron Verrucosum muss jetzt nicht unbedingt 30 Grad haben. Er würde immer noch wachsen und wahrscheinlich auch schnell. Aber es geht ihm deutlich besser und er wächst auch deutlich schöner mit größeren Blättern, die einfach viel saftiger aussehen, wenn man ihm etwas niedrigere Temperaturen gibt. Deswegen ist diese Range auch so groß mit 18 bis 30 Grad, weil es da sehr unterschiedliche Philos gibt, die unterschiedliche Bedürfnisse haben. Kommen wir also zum nächsten Faktor, der unheimlich wichtig im Zusammenspiel mit den anderen Bedingungen ist, und das ist der Faktor Licht. So, da kennen wir natürlich diese ganzen Sachen wie schattig, halbschattig, sonnig und weiß nicht was. Meistens können wir uns darunter nichts vorstellen. Also so ging es mir zumindest anfangs immer. Was ist bitte halbschattig? Ich finde die Aussage sehr, sehr vage. Und genauso ist es tatsächlich auch. Und bei den Philos ist es so, die meisten kommen tatsächlich mit halbschattig relativ gut zurecht. Philos brauchen nicht super, super viel Licht. Zum Beispiel ist es ja so, dass die Kriecher durchaus weniger Licht brauchen zum einen und vertragen auch weniger Licht. Also hier die Lampe hinter mir, die zum Beispiel auf meinen McDowell, auf meinen SP Columbia und sowas gerichtet ist, die kann ich nicht so viele Stunden am Tag anlassen, weil das kriechende Pflanzen sind und die dementsprechend dann schnell ausbleichen. Kann man sich auch logisch erklären, denn die bleiben mir am Boden. Im Gegensatz zu kletternden Philodendren, denen kann man ordentlich Licht geben, aber es darf auf jeden Fall keine Mittagssonne sein, ja? Ihr könnt denen morgens Sonne geben, ihr könnt abends Sonne, später nachmittags auch super. Die Philos freuen sich wirklich drüber. Also ihr könnt durchaus an einem Südfenster stehen haben, solange ihr eben die komplette Mittagszeit das Ganze schattig gestaltet. Ich habe da im Hintergrund solche Rollos, die durchsichtig sind, aber gleichzeitig abdunkeln. Es gibt auch Abdunklungsgitter und so weiter. Also da findet ihr ganz bestimmt irgendwas, wie ihr das alles anpassen könnt. Welche Philos auch
nicht so viel Licht wollen. Der Verrucosum mal wieder. Und das, obwohl er ein kletternder ist. Aber bei zu viel Licht klappt er seine Blätter einfach nach unten, damit er nicht mehr so viel abbekommt. Das ist übrigens bei vielen samtigen Pflanzen der Fall. Wie sage ich das ganz, ganz vereinfacht? Dass sie so samtig aussehen, liegt an etwas, das dafür sorgt, dass eigentlich die Sonne reflektiert wird und das Blatt eben nicht so viel Licht abbekommt. Also deswegen bitte bei samtigen Pflanzen nicht total draufknallen. Da braucht ihr auch keine Morgensonne oder sowas. Könnt ihr euch sparen. Welcher samtiger aber sehr, sehr gut mit viel Licht klarkommt, ist der Melanocrysum. Der wird aber durchaus schöner, wenn er nicht unbedingt Sonnenlicht bekommt. Also auch nicht morgens oder abends. Also ich finde erst dann etwas dunkel. Klar, muss natürlich nicht, da hat ja jeder einen anderen Geschmack, aber so könnt ihr dann natürlich immer gucken. Allgemein werden Pflanzen, die samtig sind, dunkler, wenn sie dunkler stehen, wachsen aber auch langsamer. Na, das muss man natürlich dann auch mit berechnen. Kommen wir also zum nächsten Punkt und das ist das Thema Gießen. Und ich glaube, da habe ich immer so die meisten Fragen zu bekommen. Mögen die es trocken? Mögen die es irgendwie feucht? Mögen die es gar nass? Und am Ende ist es so, dass es tatsächlich ganz viel auf eure Bedingungen ankommt, die ihr zu Hause habt, wenn ihr es sehr warm zu Hause habt. Eure Philos also irgendwie bei 25 Grad und drüber stehen. Dann wäre es schon gut, wenn ihr die was feuchter haltet und nicht zu trocken. Wenn ihr jetzt aber irgendwie nur 18 Grad in der Wohnung habt, wäre es um einiges klüger, wenn ihr ihn relativ trocken haltet. Bei normalen Temperaturen, und da gehen wir jetzt einfach mal von aus, damit wir einen Standardüberblick haben. Sagen wir haben 21 bis 22 Grad zu Hause in unserer Wohnung, jetzt im Winter mit Heizung und so weiter. Dann ist es am allerbesten, wenn ihr dafür sorgt, dass so ein Philo immer feucht ist, aber auf gar keinen Fall nass. Das heißt, ihr gießt erst, wenn die obere Schicht abgetrocknet ist. Am besten so 3 cm des Substrats oder 3 cm ist natürlich schwierig zu sagen. Wenn euer Topf nur 6 cm hat, sollten es nicht nur 3 cm sein. Da kommen wir gleich auch nochmal auf einen Punkt, denn auch die Topfgröße ist natürlich wichtig dafür, wie euer Gießverhalten ist. Ne? Wenn ihr ein kleines Babypflänzchen habt, könnt ihr das natürlich nicht nur einmal die Woche gießen und dann hoffen, dass das immer noch feucht bleibt. Da gießt man dann schon mal alle 2-3 Tage. Tatsächlich, je nachdem, wie durchlässig auch das Substrat ist. Darauf müsst ihr natürlich auch achten. Ist es sehr fest, was ich allgemein nicht empfehle, ne? Deswegen gerne auch nochmal hier in mein Substratvideo gucken. Finde ich durchaus empfehlenswert. Und allgemein ist es natürlich dann so, wenn das Substrat eben lockerer ist, wie bei meinem Substratmix, dass man auch öfter gießen muss. Denn das Ganze trocknet einfach schneller aus. Es ist ja luftig. Bleiben wir jetzt aber nochmal bei den 21 bis 22 Grad, gehen von luftigem Substrat aus und von einer normalen Topfgröße. Dann würde ich sagen, reicht es bei 21 bis 22 Grad meistens aus, wenn ihr einmal die Woche gießt. Außer ihr habt eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit, denn dann verbraucht die Pflanze natürlich auch ein bisschen weniger Wasser. Denn sie kann durchaus auch die Luftfeuchtigkeit über ihre Blätter aufnehmen und ja, sich so ein bisschen versorgen quasi. Es gibt allerdings auch einige Philos, die es euch wirklich nicht übel nehmen werden, wenn ihr sie mal zu trocken stehen habt. Das heißt, solange die nicht komplett runtergetrocknet sind und dann irgendwie 3-4 Tage dann mit Trockenwurzeln standen, ist es eigentlich okay, wenn es mal passiert. Genauso wie sie damit klarkommen, wenn es mal passiert, dass sie zu feucht stehen. Wer allerdings auf gar keinen Fall austrocknen darf, wir kommen wieder zum Spezialfall. Ich weiß gar nicht, warum die mir so gut gefallen, wenn die so speziell sind. Eigentlich sollte ich mir da mal Gedanken drüber machen. Es ist mal wieder die Rede vom Verrucosum und auch anderen samtigen Pflanzen. Allgemein kann man das sehr, sehr geil auf die Wurzeldicke beziehen, finde ich. Je dünner die Wurzeln sind, je feiner, umso schneller trocknen die Wurzeln aus. Und wenn ihr dann nämlich Wasser auf eine trockene Wurzel gibt, habt ihr Wurzelfäule, obwohl das Ganze trocken stand. Ja, da sind dann auch immer alle so ein bisschen überrascht, geht aber leider sehr, sehr schnell. Und es ist bei Verrucosum, El Chocorette und sowas eben der Fall. Die haben meistens feine Wurzeln und die müssen wirklich feucht stehen. Die könnt ihr nicht komplett austrocknen lassen. Also abgesehen davon, dass er dann eh alle Blätter hängen lässt, gelbe Ränder kriegt und so weiter. Die Wurzeln werden es euch übel nehmen. Also da könnt ihr das nicht machen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele hängende Philos, also so Philodendron Brassel oder sonst was, sogar extrem gut damit klarkommen, wenn man sie austrocknen lässt. Anderen Philos, also gerade kletternde, da würde ich das nicht machen. Und bei kriechenden würde ich auch sagen, es ist eigentlich besser, ihr habt es immer
feucht. Ne? Denkt aber dran, feucht ist nicht nass, das ist wichtig. Jetzt zu einem der fast schon wichtigsten Punkte, denn danach habt ihr mich am allerhäufigsten gefragt. Und zwar Düngen bei Philodendren. Wie oft soll das passieren? Und da kann ich euch erstmal sagen, ich benutze für alle meine Pflanzen als Basis immer Wurmhumus im Substrat. Damit sind die erstmal grundsätzlich zumindest versorgt. Ja, also ihr werdet dann zumindest nicht super schnell irgendwelche Nährstoffmängel angezeigt bekommen von eurer Pflanze. Aber wenn ihr wollt, dass sie ordentlich wachsen, schön grün werden, geil große Blätter machen, wie wir uns das ja eigentlich alle wünschen. Ich meine, ne? Wir wollen keine winzigen Blätter, wir wollen die Riesendinger. Klingt auch wieder geil, wir wollen die Riesendinger. Auf jeden Fall kommt es darauf an, mal wieder, wie eure Bedingungen sind, was das Düngen angeht. Im Sommer, wenn es sehr, sehr warm ist, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, bei jedem Gießgang, außer ihr müsst mehr als einmal die Woche gießen, dann nicht, ne? Aber bei jedem Gießgang ansonsten würde ich sagen, volle Düngerladung, guckt, was auf der Flasche steht und nutzt das auch. Also ich habe schon öfters jetzt mitgekriegt, dass Leute sagen, ja, wie viel Dünger soll ich denn nehmen? Meine Standardantwort ist, so viel, wie auf der Flasche steht. Also ihr müsst da nicht irgendwie super sparsam mit sein oder sowas. Gerade im Sommer können die gut Futter gebrauchen, wenn die hell stehen und es warm ist. Wenn. Habt ihr die im Sommer in einer super dunklen Ecke im Keller stehen, dann düngt sie nicht. Auch Quatsch. Aber düngt sie dann auf jeden Fall seltener, denn es ist mit diesen Bedingungen, so oft ich es sage und ich wiederhole mich, ich weiß, aber es ist so unglaublich wichtig, auf die Bedingungen zu achten, denn es spielt immer alles miteinander hinein. Wenn ihr jetzt aber, sagen wir, unter 20 Grad habt und nicht so hell, dann würde ich euch empfehlen, so ein Philodendron nur alle 2 bis 3 Wochen mal zu düngen und dann zu gucken, wie er sich verhält. Zeigt er irgendwelche Merkmale, dass hier vielleicht sogar schon zu viel Dünger ist oder eben doch zu wenig, und dann passt eure Düngerdosis daran an. Also ich finde, gerade was das Thema Dünger angeht, muss man ganz, ganz oft experimentieren. Und was ich euch vor allem für die kletternden Philos sehr, sehr empfehlen kann, ist es, den Moosstab ebenfalls jedes Mal mitzudüngen. Denn auch da sind natürlich ein Haufen Wurzeln, die wollen versorgt werden, und eure Blätter, und ich verspreche es euch, werden um einiges größer, wenn ihr, sobald ein neues Blatt kommt, den Moosstab mit Dünger gießt. Also nicht nur das Substrat. Allgemein, alle Pflanzen finden es ziemlich toll und werden was schöner und größer und wachsen intensiver, wenn man ihnen gerade dann, wenn sie neu schieben, Dünger gibt. Das kann man natürlich nicht immer abpassen. Da gibt es natürlich dann eine kleine andere Lösung. Falls ihr gerade erst gegossen habt und auf einmal kommt ein Blatt und ihr denkt euch, oh, kleines bisschen Zusatzdünger wäre nicht schlecht, dann nimmt einen Blattdünger und macht das Ganze dann schön von hinten auf die ersten 3, 4 Blätter. Macht es nicht oben drauf, wenn es samtige Blätter sind. Das hat meistens Rückstände und sieht nicht so schön aus. Aber an sich bei so glatten Oberflächen, ledrigen Oberflächen, könnt ihr das auch oben drauf machen. Und es ist meistens echt eine ganz gute Unterstützung. Damit ihr aber ungefähr wisst, wie ihr Mängel ausgleichen könnt und was eurer Pflanze fehlen könnte, sollten eure Blätter blasser werden, gelber werden, vor allem wenn das Ganze von unten anfängt und nicht von oben, also bei den ersten Blättern, dann liegt meistens, nicht in jedem Fall, kontrolliert auch immer alles andere wie Wurzeln und so weiter, aber meistens liegt dann ein Stickstoff- oder ein Eisenmangel vor. Und das liegt auch viel daran, dass in den meisten Düngern diese beiden Komponenten gar nicht so hoch vertreten sind. Liegt vielleicht auch nur an den Düngern, die ich bisher hatte, kann auch sein. Ich komme mit dem LGL, wie gesagt, sehr, sehr gut klar. Der hat alles in sehr ausreichenden Dosen und dennoch tue ich immer mal wieder ein bisschen Kalmag dabei, also Calcium und Magnesium. Und vor allem Eisen gebe ich auch immer mal wieder gerne dazu. Und das ist halt einfach auch wichtig, dass ihr den kompletten Nährstoffkomplex, den ihr für die Pflanze braucht, abdeckt. Denn nur Düngen alleine reicht nicht. Es müssen schon genau die Nährstoffe zur Verfügung gestellt werden, die die Pflanze braucht. Das nächste ist allerdings, dass wir auch einen passenden pH-Wert brauchen, damit die Wurzeln überhaupt die Nährstoffe in die Blätter transportieren, wo sie am Ende hingehören. Ansonsten ist das einfach nur, ja, am Ende versalztes Zeug, das in eurem Substrat liegt und euren Wurzeln schaden wird, während eure Pflanze trotzdem nicht wächst oder sogar Schäden zeigt von Mängeln, obwohl ihr gerade gedüngt habt. Dazu könnt ihr euch mein pH-Video angucken. Da erkläre ich einmal, wie das mit dem pH-Wert ist, warum der wichtig ist und wie ihr da so mit umgehen könnt. Bei Philos
Und das trifft eigentlich auf die meisten Filos zu. Ist so ein pH-Wert von 6 eigentlich ziemlich super. Er darf auch etwas niedriger sein. Wenn ihr 5,5 habt, ist auch noch alles cool. Wenn ihr 5 habt, die meisten kommen auch damit noch durchaus zurecht. Darunter fängt es dann langsam an, kritisch zu werden. Da sind sie nicht wie die Anturien, die sagen, jo, gib mir auch gerne 4,5. Nee, muss nicht sein. Aber deswegen sage ich, 5,5 bis 6 und euren Filos dürfte es klasse gehen. Sie dürften super die Nährstoffe verarbeiten und ja, denke, das Thema Dünger sollte damit abgeschlossen sein. Ein weiterer Punkt, der hier noch mit in die Pflege reinspielt und das tatsächlich nur, weil ich diese Frage sehr oft bekommen habe, ist, wie man Pilz bei einem Philodendron vermeiden kann. Ich persönlich muss sagen, dass Philos jetzt gar nicht so krass anfällig für einen Pilz sind. Die, die einen haben, haben den meisten, weil überall empfohlen wird, die Blätter zu besprühen. Was durchaus richtig ist. Der Philo findet es geil, wenn da immer mal wieder Wasser drauf kommt. Gar kein Ding. Ich meine, ne, die stehen auch im Regenwald, die werden nass. Aber wodurch der Pilz entsteht, ist nicht, dass da einfach Wasser auf den Blättern ist. Der Pilz entsteht meistens genau dadurch, dass das Wasser lange auf den Blättern bleibt. Also es gibt keine Luftzirkulation. Das Ganze ist meistens länger als eine halbe Stunde auf den Blättern, da wir keine 30 Grad wie in den Tropen haben und nicht den passenden Wind, die passende Luftzirkulation und das Ganze dementsprechend einfach nicht abtrocknet. Und so habt ihr dann einen Pilz. Wenn ihr das vermeiden wollt, also entweder keine Blätter mehr ansprühen oder für ausreichend Luftzirkulation sorgen. Im Sommer ist das natürlich easy. Wenn ich hier meine Blätter besprühe mit irgendwas, mache ich meine Oberfenster auf und dann sind die in 20 Minuten trocken. Im Winter kann ich das nicht machen. Das heißt, im Winter besprühe ich die um einiges seltener. Da ist die Luftfeuchtigkeit hier allerdings auch so hoch, dass es wahnwitzig wäre, wenn ich hier noch irgendwie was sprühen würde. Dann habe ich wahrscheinlich die komplette Wohnung voller Schimmel. Also da würde ich eh von abraten. Wenn ihr aber jetzt eine niedrige Luftfeuchtigkeit im Winter habt, ne, gibt ja auch, gerade bei Neubauten irgendwie nur 30-40% Luftfeuchtigkeit, dann muss die natürlich nach oben. Und das erhöht sie übrigens nicht sonderlich lange, das ist nur ein kurzzeitiges Ding, aber trotzdem freuen sich die Philos darüber. Ihr könnt dann natürlich die Blätter ansprühen, aber sorgt auch da dann dafür, dass sie entweder mit einem Ventilator abtrocknen können oder, das mache ich im Moment, dass ihr sie unter einer halben Stunde abtupft, damit keine Rückstände bleiben. Der letzte Punkt ist, ob man Blätter entfernen sollte, die bereits einen Schaden haben. Und da muss ich sagen, nein, lass sie dran. Also nur weil da ein bisschen irgendwie ein gelber Rand ist oder sowas, wenn man so hässlich findet, schneidet meinetwegen weg. Er wird trotzdem wiederkommen, aber dann schneidet eben wieder weg. Es geht nämlich immer darum, die Ursachen zu bekämpfen, ne? Also einfach nur ein Blatt abschneiden, das bringt euch nicht. Außer, dass ihr, wie gesagt, noch ein bisschen Grün klaut, durch das die Pflanze irgendwie noch ein bisschen Energie aufbringen könnte. Alle denken immer, das Blatt verbraucht ja auch Energie. Ist natürlich durchaus richtig, es will ja am Leben bleiben und würde es sich um ein komplett weißes, panaschiertes Blatt halten, würde ich auch sagen, weg damit. Weil, ja, das liefert keine Energie, das kostet eine Menge Energie. Aber bei euren ganz normalen Pflanzen, lasst die Blätter dran. Und wenn ihr allgemein gerne wissen wollt, wie euch um die Ursachen von gelben Blättern, gelben Rändern und so weiter kümmern könnt, dann schaut doch am besten einfach mal hier in das nächste Video rein. Da erkläre ich euch das alles ganz haargenau. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, wann auch immer ihr das Video guckt. Und bis zum nächsten Mal.